Vielleicht habe ich das falsche Auto genommen. Vielleicht gibt es einen Grund, warum die anderen Leute alle das eine Auto genommen haben. Und ich hieß ein kleiner Minikäfer hier. Oh Gott, meine Nase, ey. Ja. Ladezeit. Ladezeit. So. Gasolin. Mann, 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 du. Oh, Reifen. Da kommt man richtig bocken. Ein Powerplay-Event auszulösen. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ach, guck mal einer an. Na, wenn das mal nicht eine Hommage an den zweiten Teil ist. Ein Kanallevel. Oh, Leute, das... Die hat das auf jeden Fall aus dem zweiten Teil. Das Level, welches ich geliebt habe, war glaube ich mit meinem Lieblingslevel. Ach, guck mal nach, man kann auch hier durch. Da aber nicht! Man kann sich echt Würfel einfallen, ne? Ich muss sagen, das Nitro geben, das fühlt sich echt gut an. Also schön knackig mit viel Kraft. Aber die Fahrphysik ist echt. Besonders die Crash-Physik ist ja echt scheiße, Mann. Weil du kannst ja. Du darfst ja als Nachfolger, als vierter Teil nicht schlechter sein als der erste. Was die Crash-Physik angeht. Und das ist dieser Teil. Wie macht man das denn? Ich meine, heutzutage hast du doch eine viel bessere Technik und so zur Verfügung. Gerade wenn man jetzt ganz gemein ist und es einfach mal, ja natürlich, mit Breakfast vergleicht. Dann ist das schon bitter, Leute. Jupp, natürlich. Den konnte ich auch voll sehen. Ja, ich muss mit der Fahrphysik, glaube ich, erst auch vielleicht noch warm werden. Na, wir fahren ja gerade die erste Runden. Die ersten Runden, ja, ja. Die ersten Runden. Doch, ist sonst richtiges Deutsch, oder? Das klang in meinem Kopf gerade irgendwie falsch. Ne, Container. Nein! Das war... Oh! Ach, Container-Level, ich liebe Container-Level, ich liebe keine Container-Level. Diese Grippe oder was auch immer, das macht mich echt fertig, ey. Leute. Er ist eh nicht schön. Die Sichten kann man natürlich auch ändern. Aber was so natürlich ist.
Der Soundtrack ist echt gut, ey, muss ich sagen. Beartooth. Ach, aber so Holz, ich hab gedacht, was sprüht da für eine komische Scheiße aus meinem Wagen raus? Nicht wirklich, oder? Oh, Metal! Geil! Das ist auf jeden Fall sneaky, Junge. Das gefällt mir sehr. Mit Metal kriegt man mich ja allgemein. Slalom, Baby! Er wieder hier. Was will er? Hau ab! Ich fahr hier. What? Was? Was war das denn gerade? Leute, eure Fahrphysik, Schrägstrich Crashphysik, ist echt scheiße. Auch wenn es gut aussah. Das geht nicht, sowas. Das könnt ihr nicht bringen. Ich kann doch nicht auf der geraden Strecke plötzlich einen Barrel Roll machen. Wo kommen wir denn da hin? Meine Güte, du, das Spiel macht mich fertig. €70. Die Kaufempfehlung sieht bei mir auf jeden Fall anders aus. Ja, ich habe hier die Verpackung gerade liegen. Schitten drauf, riskanter, Fahrstil erforderlich. Ja, Rennen, Arenen, Stunts, pulverisiere deinen Gegner, lass sein Nitro raus, dominiere im Multiplayer-Modus. Wisst ihr, ihr müsst euch mal Videos angucken vom Flat Out 2 Multiplayer. Ihr bekommt instant Bock, Flat Out 2 zu spielen. Das ist kein Witz. Ich hab gestern durch Zufall habe ich ein Video davon gefunden. Ich dachte mir so, ja, geil, Alter. Ab hier. Aber die Maps sind cool, muss ich sagen. Wenn man auf Container-Level steht. Ja, zwischen die 8 anfangs ist reich. Kannst viel kaputt machen? Das wird sicher, oder? Jawoll. Kannst auf jeden Fall richtig abreißen. Ach, guck mal! Das kommt mir auch irgendwie auf den zweiten Teil bekannt vor. Es ist. Ey, Fahrphysik ist. Ich sag lieber Crashphysik. Die Crashphysik ist ein Witz. Was ist denn das? Weil wenn das mal vorkommt, dann sei ja nichts, aber das scheint ja echt Standard zu sein. Mann, du. Aber da habe ich gerade eben eine Abkürzung, die habe ich verpasst. Aber man kann viel kaputt machen, das ist sehr viel wert. Sachen zu zerstören. Komm, Gas hier. Wir sind Vegas angehaucht, ne? Las Vegas. Die Stadt, in der du dein Geld verlierst. Da hängt ein Schild in der Luft, das soll mit Sicherheit nicht so sein. Also ich gehe zumindest mal davon aus, dass das nicht gewollt ist. Neues Update ist auf jeden Fall drauf. Junge, eure Physik scheint so ein paar Probleme zu haben. Alter Schwede. Ups. Oh, oh, oh. Okay. Er berührt kurz die Wand, der Wagen dreht komplett durch. Oh, hier wird er kaputt machen.
Sound. Alter, ich kotze gleich hier im Strahl, Leute. Beertooth, wo ist Beertooth? Damn Evils. Lass mir mal unkommentiert. The Railgun Cowboys. Gutter Demons. Gutter Demons. Hm. Die Songs war das echt nicht schlecht. Da kann man nicht meckern. Kann man das umfahren? Jawohl. Lass das einfach mal wieder umkommentiert. Das geht, das wird das einfach nur schlimm. Ey, der Typ sieht normal aus. Da sind so abgedrehte Charaktere drin. Aber die sieht genauso aus wie ich. Ob das jetzt ein Pluspunkt ist. Komm ran auf Meter, Kollege. Ich war hier lang, das war mein Todesurteil, aber hey, YOLO. Bii. Nitro schnell leer. Soweit ich das weiß, gibt es aber auch ein Upgrade-System. So wie im zweiten Teil. Man kann also pauschal sagen, das Spiel versucht es, was ich ihm hoch anrechne. Der Teil war zum Kotzen. Wie gesagt, kann man nicht oft genug erwähnen. Aber es fehlt einfach der Feinschliff. Es fehlt einfach wirklich der Feinschliff. Ne, bin ich ganz ehrlich zu euch. Also, so wie ich das jetzt hier gerade spiele, glaube ich nicht, dass ich das als Playprojekt machen möchte. Das fehlt dann wieder so ein Ding, was ich mitten in der Mitte abbrechen muss, weil ich einfach dann keinen Bock mehr habe zu spielen. Das soll ja auch nicht Sinn der Sache sein. Aber momentan, ich weiß nicht, also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich jetzt hier keinen Spaß habe, ne? Aber mit einem neuen Spiel sollte man eigentlich mehr Spaß haben, als ich jetzt gerade mit diesem Spiel habe. Da hat jeder seine eigene Ansicht, aber aktuell ist das eigentlich mehr so ein, ja, ist ganz nett, aber nicht für 70 Euro. Ganz ehrlich, wer da Bock drauf hat, also wenn es mal im Angebot ist, sagen wir mal für ein 20 oder so. Ne? Das ist ja groß. Für ein 20 kannst du die bestimmt mal mitnehmen. Also im Vollpreistitel würde ich es echt im Laden stehen lassen. Ich appelliere einfach an den gesunden Menschenverstand. Hört auf, Flatout-Spiele zu produzieren. Es ist vorbei. Hättet ihr die Reihe einfach ruhen gelassen, hätte einer gesagt, ey, kennst du Flatout? Ja, das war doch die eine geile Reihe. Wenn es jetzt heißt, kennst du Flatout, war das nicht die Reihe, die erst geil war und dann ist sie komplett abgestürzt. Es gibt auch viele, die wissen gar nicht, dass der dritte Teil nicht von Bugbear kam. Beartooth. Bad Things. Creepshow. Bask. Ach! Hated ist auch noch mit drinne. Ah. Oh, nice, Alter. Aggressive und Hated. Damit kann ich definitiv arbeiten. Jetzt mach weg hier, Junge! What the fuck? Wow, was ist das denn? Was? Wo bin ich denn hier gelandet? Wow! What the fuck? Was ist denn hier los?
Ich bin sichtlich verwirrt. Alter, wie der fliegt, ey. Alter, was ist denn hier los, Leute? What? Was ist das alles, was ich aktiviere? Ich weiß noch nicht, was ich überhaupt aktiviere. Ich bin Elfter. Ich bin völlig überfordert. Also der Spielmodus hilft auf jeden Fall nicht bei der allgemeinen Übersicht. Oh oh. Bei mir steht gerade nur noch der Mund offen. Alles klar. Und das war jetzt... Natürlich. Ich muss aber definitiv sagen, dass das gerade echt Bock macht. Auch wenn es sowas wie Übersicht nicht zu geben scheint. Diese Crash-Physik, ne? Aber was war's zum Fick, Alter? Jetzt macht Flair dann einen auf Mario Kart oder was? Ich weiß, Blur. Kennt ihr noch Blur? Yeah. Woo. Hau ab. Durch die Freunde oder sowas ähnliches. Ich weiß gar nicht, wann bekommt man was. Bekommt man bestimmte Items zu bestimmten Zeitpunkt oder? Jetzt zum Beispiel bekomme ich gerade gar nichts mehr. Gut, vor mir ist auch keiner, also daher wird eh keinen Sinn machen, weil diese Pöller sind halt nicht schlecht, ne? Und der Dämme könnt ihr auch noch was abfeuern. Was zum Fick, Alter? Ein komplett überforderter Julian. Natürlich. Alles andere wäre langweilig gewesen. Also ich habe auf jeden Fall so einen Ball, so eine Feuerwand. Ah, fuck. Da wollte ich gerade mich entscheiden, nach unten zu fahren, dann aber doch nicht. Und dann war es halt da. Lol, was war er denn? War das schon die ganze Zeit? Das sehe ich jetzt gerade zum ersten Mal. Was habt ihr nur aus Flatout gemacht, Leute? Muss das echt sein? Ja, ich finde dieses Spiel sogar ziemlich spaßig. Boah, ja, aber die Crashes sind wieder hier. Hat mein Wagen aus irgendeinem Grund abgehoben oder so.
Wenn einer drüber fährt, dann macht's auch kabum kabum. Was ist hier los, ey? Was zum Fick ist hier los? Weil die Waffe scheint nicht so extrem viel Schaden zu machen. Soll wohl. Boah, ey. Die sollen wohl die Gegner anscheinend nur ein bisschen in Schach halten. Was habe ich da gerade gespielt, verdammt? Ja, Coyote, super, Slam, bla bla bla. Also wie man es kennt, ne? Ach du Scheiße. Puh. Leute, ich weiß echt nicht, ey. Ich weiß es wirklich nicht. Bloody Metal Derby Cup. The Faust Trial. Ne, ich will keine Zeit reinfahren oder sonstige Sachen. Oh, du hast neues Fahrzeug geschaltet. Snow Quarterback. Sieht schick aus. War dickes zum Rumbrummen. Ah. Ja, der Soundtrack ist super. Also, muss ich echt sagen. Der gefällt mir richtig gut und passt auch toll zum Spiel. Ja, noch ein bisschen Kerl. Aber für wie viel willst du den Aufpreis schalten hier? Ich hab jetzt Bock auf Sengran Kagura. So. Wisst ihr, ach, das ist der neue Cup, ja? Ja. Ist sogar genauso aufgebaut, ey. Ich glaube, ich kack Fische, Alter. Naja, ich glaube, das soll jetzt eigentlich immer. Wie viel gibt's hier? Oh, das ist ordentlich. Das soll es für den Anfang erstmal sein. Ich weiß wirklich nicht, ob ich das Spiel weitermache, weil momentan ist das echt ein zweischneidiges Schwert. Die Infokarte blende ich euch nochmal gerne ein. Stimmt ab, Let's Play, ja oder nein. Ihr habt es in der Hand. Ansonsten mache ich vielleicht nochmal einen Part und dann lasse ich es auch sein mit dem Spiel. Wie gesagt, Vollpreistitel ist es echt nicht wert. Also, es fühlt sich nicht so rund an, wie ich es mir jetzt erhofft habe. Aber ich spiele auch noch nicht so lange. Vielleicht verbessert sich es ja noch, aber diese Crash- und Fahrphysik, die ist echt abartig, ey. Ob das sein muss, ich meine, das hast du bei Flat Out so auch ab und zu mal gehabt, dass du irgendwie an einem Objekt hängen geblieben bist, hast dich viermal überschlagen, aber noch nicht auf der geraden Strecke oder sonstiges. Naja, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und beim nächsten Mal sehen wir uns dann hoffentlich wieder. Bis dahin, haut rein.